Nun, meine Damen und Herren, ein Stuttvoll vom 20. März aus der Großzugstätte Marlene Tiedemann in Lüdersdorf bei Cuxhaven. Fairbanks aus der Vinetta von Wolkenstein 2 an der Volllütter Forest. Ja, mit einem gewissen Blutanschluss, ja, wunderbar tänzerische, bergauf gestylte Bewegungen mit wunderschönem Ausdruck, auch bedacht hier, großer Schwingungsgrad, best im Körper gehalten, also auch hier wieder ein sehr wertvolles Stubfohlen aus dem Hause Tiedemann, was mit Sicherheit späterhin vom Feinsten sich auch unter dem Sattel zeigen dürfte bei diesem effektgeladenen, lockeren Bewegungsrhythmus, was dieses Fohlen uns hier heute zur mittaglichen Stunde offenbare. Riesenapplaus für das Haus Tiedemann. Wir sehen schon, dass der Hengst Fairbanks auch hier im Rhythmus der Bewegung mit einem gewissen arabischen Bouquet bedachte Fohlen. Wenn das so weitergeht, dann haben wir alle zusammen viel Freude. Was haben wir jetzt? Rosario auf der Mutterseite, Fairbanks. Aus der Amira von Rosario, dann geboren am 27. Februar und Wolfgang Mangels ist der Züchter. Mangels, Hecktausend, jawohl. Großrediges Hengstfohlen. Die ganze Ausdruck stark wie die eben mal gesehenen im Gesamtkörper. Natürlich auch vom Geburtsdatum schon so ein bisschen auseinander. Aber dennoch reell und best markiert, wenn er jetzt mal so steht. Aber locker auch diese Galoppade, die es hier uns demonstriert, ist vom Bewegungsrhythmus mit Sicherheit da nicht zu verachten für die Zukunft. Dankeschön, Arzthaus Mangels. Schauen noch ein Stück von Fairbanks aus der Scarlet von Sir Savoy DiCaprio Feinbrand, 14.02. das Geburtsdatum, Carsten Blanken, der Aussteller. Auch hier von der Ausstrahlung her ein sehr fein gemachtes und sich selbst darstellendes Fohlen mit schöner Leichtigkeit im Bewegungshebel. Und wahrscheinlich ein schönes Gesicht dabei. Lasse marschieren. Na, Mädel, wenn du noch laufen kannst. Sir Savoy, DiCaprio Feinbrand, der Alice, Mutterblut, auch die Stute mit sehr guter Dynamik bedacht. Das Haus Nanken stellt dieses sehr patente und formidabel angelegte Stubfohlen hier heute Mittag zur Schau. Sehr schön. Danke sehr. Mit Pfiff und Effekt, mit Sicherheit was Wertvolles. Der nächste. Applaus ist ein bisschen schwach, aber das ist hier selbst. So, bringt den neuen in Schwung. Hier kommt er schon aufgetragen. Was haben wir da, Klaus? Ich kann Josh von der Meer präsentiert ein Schutzvoll vom 2. Januar. Fairbanks aus der Dalena von Davignon 1 und Glücksstern. Jawohl. Groß angelegt, so ein bisschen weggedrückt in der Oberlinie. Zurzeit schon kurz nach Neujahr geboren. Natürlich im Alter, jetzt hier fast Ende April. Das schon absatzfähig, aber dieses Fohlen glänzt ja mit ordentlichem Schub und reeller Bewegungsqualität. Größe, Langbeinigkeit stimmt und da ist auch von
etwas geringerer Machart, das hat eigentlich sehr gut gepasst. Das wird bedeutender werden, dieses Stutfohlen, was so ein bisschen weggesackt ist jetzt noch im Oberkörper. Dankeschön. Ja, fahrende Meer. Bitte sehr. Ganz großen Peter Deck für Stumpfholen. 26. Aus Capella Luna von Bellissimo Hitchcock, Katrin Lützen. 6.3. des Geburtstags. Super übersetzt hier im Tritt. Bellissimo Hitchcock. Schüttelwärts, das sieht man schon. Nicht zu forsch mit der Stute. Und jetzt weiter. Jawohl, immer da. Großem Auftritt. Auch sehr gut gemacht im Oberkörper. Wahrscheinlich langbeinig dabei, aber damit gut schon umgehen können. Am 6. März geboren, also gut 1,5 Monate alt, mit sehr großen Hebelarmen in dieser bedeutenden Übersetzung dieses Fohlen. Kommt gar nicht aus dem Takt. Herzlichen Glückwunsch ans Haus Lübsen. Lass ihn dann austragen. Wunderbar. Und noch ein Tretemeister kommt. Also, es ist sehr, sehr stimmig mit dem Hengst hier, aber erster Jahrgang. Na, funktioniert, so muss es sein. Da kommt Freude auf. Klaus, was ist das? Fairbanks. Stuttfohlen, Davignon 1 und Peak Senior auf der Mutterseite, 12. März, das Geburtsdatum. Die Zopfgemeinschaft Cornelius und Horst Kemper, der aus Dorum übrigens. Aha. Auch hier ein sehr bewegungsstarkes Stuttfohlen. Gutem Hebel dabei. Elle, solide Mutter als Background. Und das Fohlen. Noch mehr Noblesse und da wunderbar angelegt und bewegt sich ja wirklich ja vom Allerfeinsten. Dankeschön. Hier ein Hengstfohlen vom 10. April, also noch sehr jung. Die Mutter von Royal Diamond und Sandro Hitchcock und Mario Reuter sind Züchter. Aber auch hier ein 14 Hengstfohlen, meine Damen und Herren. Schaut euch das an, mit unwahrscheinlich Lockerheit in der Bewegung, langbeinig. Sehr gut in der Darstellung des Körpers. Da sitzt da auch vom Hebel her. Auch vom Fundament her, dem Weg ist noch ein bisschen raus weg. Ein Hengster wird er denn. Na. Royal Diamond, Sandro Hit. Also wieder mit diesen arabischen Elementen über Royal Diamond bedacht. Der Züchter von Royal Diamond sitzt auch hier irgendwo, Hans Franzen mit Gattin. Aus meinem gelobigten Budjadinger Land. Aber dies ist ein Hengstfohlen, was spitzmäßig in die Welt passt. Mit Ausdruck und dieses Fohlen lasse ich für die Fechter Juni-Auktion zu. Nachher auf mich zukommen, Hajo und Gerd Reuter. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, dass unsere liebe Kiki Behlitz da ein schönes Foto von gemacht hat. Muss ich noch so ein bisschen rauswecken, aber das Fohlen hat Bedeutung. Die Hacke sitzt richtig. Na, super, nobel, ein richtiger Auktionskandidat, nochmal im Trabe. So, nun applaudiert mal richtig, damit das Fohlen sich toll zeigt. So, jawohl. Noch eine Runde bitte. Nun
nur für die Fotografin. Ja, das Ohr ist noch zurück, langsam und jetzt. Genau, so ein bisschen was über für dieses sehr gut gemachte Eckpol. Dankeschön. Ihr seid genauso gut drauf wie wir alle. Spitzenhengst ist der uns hier von einer großen Serie sehr qualitätvoller Fohlen uns beglückt heute. So, was haben wir da? Das ist ein Fairbanks Hengsthol vom 20. Februar. Aus der Waliser von Worldly Longsie, Albe Johans, stellt ihn aus. Jawohl. Auch hier wieder dieselbe Symptomatik. Sehr schön im Vorhand gehalten und leicht und fein und ausdrucksstark. Die Bewegungsqualität. So, lass ihn nochmal zur Geltung kommen. So ist richtig. Also vom Ansatz her hier hochnobel und elegant auch. Die Norm der Bewegungen leichtfüßig. Könnte im Moment noch so ein bisschen mehr durchschwingen. Staunt noch ein wenig ja, arg hier in der strahlenden Sonne. Aber da sitzt auch was sehr Gutes drin. Wir bedanken dir direkt aus der Nachbarschaft, Albe Johans. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das war's. Der Einstand.